Ich esse anders als du, ist für mich ein Leitsatz in der großen Fachausbildung ganzheitliche Ernährungsberatung. Wir lernen selbstverständlich die Statuten der modernen Ernährungsmedizin. Die passen aber nie auf jeden 100%. Deshalb lernen wir auch die ganzheitlichen Ernährungsansätze und natürlich die Individualität in der Beratung und Begleitung. Neben der Erstellung von Ernährungsplänen lernen wir aber auch den individuellen Blick. Das heißt, wir schauen auf Krankheiten, besondere Bedürfnisse, Lebensabschnitte, Lebensumstände und auch eventuell Alter oder der Wunsch, auf bestimmte Ernährungsformen umzusteigen, wie zum Beispiel Vegetarismus, Veganismus, Vollwertkost oder auch andere ganzheitliche Ansätze aus anderen Kulturen. In meinem Seminar geben wir viel Zeit für Ambulatorien hin, wo wir Gäste einladen, denen wir ein Konzept entwerfen, damit sie, wenn sie am Ende des Seminars mit ihren Patienten Zeit verbringen, eine gute Begleitung erstellen können. Das Seminar richtet sich im Prinzip an jeden, der sich für Ernährung interessiert. Als Therapeuten können wir es natürlich gut einsetzen zur zusätzlichen Begleitung bei Erkrankungen, zur Justierung oder auch zur neuen Ausrichtung von Patienten. Ich bin Heilpraktikerin seit 2008 in eigener Praxis und biete neben anderen Dingen auch die ganzheitliche Ernährungsberatung an, damit Patienten mit ihren Erkrankungen auch ganz einfach etwas zu Hause tun können. Ich hoffe, ich konnte Ihr Interesse wecken und würde mich sehr freuen, Sie in dieser Fachausbildung begrüßen zu dürfen, in der wir auch immer sehr viel Spaß und sehr viel Appetit haben.